Helfen? Diese Berichte müssen getippt und dem Management vorgelegt werden. Gleich morgen früh. Die Behörde ist die beste darin, gewöhnliche Amerikaner vor fremden Bedrohungen da zu schützen. Da ist die Neue. Steht den ganzen Tag herum und träumt mit offenen Augen, wenn sie arbeiten sollte. Für wen hält sie sich denn? Den Direktor? Okay. Ja, herzlich willkommen, Leute. Es gibt anscheinend doch nur etwas in diesem Spiel. Und, ich bin verwirrt. Okay, wir sollen jetzt irgendwelche Aufträge annehmen. Räumen wir die Kaffeetassen auf, überbringe die Post. Es gibt einfach keine Scanne die Formulare. Tut mir echt leid. Ich bin neu hier. Schön. Und jetzt raus hier. Danke. Vielen Dank. Mann, sind die freundlich. Das ist alles. Sagen Sie, wenn Sie noch was brauchen. Da fühlt man sich ja wie als Praktikant. Und jetzt raus hier. Alles für die Behörde. Also denen würde ich erstmal einen husten, wenn die so zu mir wären. Das ist alles. Sehr gerne. Schnauze. Ihr unfreundliches, unfreundliches Pack. Danke für die Chance. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Sie können gehen. Ich helfe gerne weiter. Überbringe die Post. Warum haben Sie bloß Ihren Job? Tut mir leid, Mann. Nicht zu kommen, danke. Kein Problem. Was ist das hier? Warum sind wir hier jetzt als Postbote und wer sind diese Leute? Sagen Sie, wenn Sie noch was brauchen. Warum sind das alles so Drecksäcke? Wir haben hier eine Krise. Ja, doch, ziemlich ernst. Helen, Miss Marshall. Underhill. Natürlich. Wir wissen nicht, ob sie zurückkommt. Sie ist ja auch nicht alt, aber als Direktor ist sie die einzige, die zum Posten bringt. Wer macht das denn heute? Er wartet schon den ganzen Tag, aber keiner meldet. Ja, toll, jetzt darf ich hier überall die ganzen Tassen aussammeln, weil die Leute hier alle zu faul sind, die selber wegzuräumen. Ja, da noch schön den Alkohol, ne? Ja, ihr Säufer, ihr. Nein, er ist nicht da. Nein, heute nicht. Zeit ist Geld. Geben Sie mir eine Chance. Hä? Ich kann das besser. Da leuchtet was. Auf dem Tisch. Ich kümmere mich darum. Wer von hat die Frau? Für wen hält die sich? Für Jesse Faden. Einer muss es ja tun. Die Person, die euren Arsch hier gerettet hat. Zumindest halb. Okay, jetzt darf ich zum Direktor. Bist du sicher, dass du dich nicht verirrt hast? Vielleicht findest du dich im Büro des Direktors. Ah, die scheinen doch irgendwie zu wissen, was hier... Oh, super. Ich hab schon auf die Post gewartet. Legen Sie sie ein. Bitte nehmen Sie auf den Postausgang mit. Vielen Dank. Sehr gut. Sie... Was ist los? Ich will das nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht. Oh, ich habe etwas.
etwas vergessen? Ich kann nicht denken. Was mache ich? Wo bist du? Ich kann nichts fühlen. Ich will hier nicht alleine sein. Wo bin ich? Was ist das? Warum hört es nicht auf? Wach auf, bitte. Ich will nach Hause. Also zum Ende hin wird dieses Spiel wirklich doch immer mehr Brainfuck. Sie können gehen. Muss ich irgendwie mal so ehrlich sagen. Danke, Bitch. Schön. Und jetzt raus hier. Jetzt raus hier. Meine Güte, was sind denn da für Ärsche? Das ist alles. Warum hast du einen Sack über dem Kopf? Oh. Okay. Das ist ein Tischer. Ich hab einfach keine guten Hilfskräfte mehr. Heul nicht rum. Sie haben was vergessen. Nee, hab ich nicht, Bitch. Kann ich da rein? Da schwebt noch einer. Aber hier ist nichts. Na gut. Sie haben etwas vergessen. Heul nicht rum. Ich hab hier gar nichts vergessen. Alter, warum sind die alle so unfreundlich zu mir? Weiß sie denn nicht, wie gefährlich der alte Direktor ist? Er ist unberechenbar. Er reißt sie in Stücke. Der geht wohl auch nicht mehr so gut. Arbeiten zusammen. Sie steckt mit ihm unter einer Decke. Oh. Versuche es weiter. Du kommst immer näher. Ich muss reingehen und in Bewegung bleiben. Ich muss handeln. Ich habe einen Plan. Ich bringe den Dia-Projektor zur Nostalgieabteilung. Ich schalte ihn an. Lasse das Zischen herein. Ich bringe das in Ordnung. Ich höre sie, wie sie sich gegen mich verschwören. Eindringlinge, Befallene. Ich habe Darling verloren. Er war der Erste. War der Resonanz des Hedron ausgesetzt. Es kontrolliert alle, die den Verstärker tragen. Ich hatte befohlen, das verdammte Ding nicht zu verwenden. Sie haben mich gehört. Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist das passiert. Das Zischen erwischte Trench als Ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Zischen bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Was mache ich da? Mr. Wurm, fließt durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt. Ja. Das Zischen ist hier. Ich werde kämpfen und einen Weg finden, es zu vertreiben. Willkommen zurück. Meine Assistentin ist eben gut. Ich weiß nicht, ich mag Arti. Du bist ein Wurm. Kriegst du die Zeit? Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt, weiße Perlen. Du bist ein Wurm.
Kriech durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt. Ich weiß, was ich tun muss. Am Anfang, ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hallo, hier ist Dr. Kaspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Ich habe gar keine Waffen. Sollte hier also irgendwas auf uns zukommen? Kann ich nichts dagegen unternehmen? Kommen wir wieder ins Ocean View Motel? Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum sollte es mich nicht an mein Ziel bringen? Wirklich? Okay. Alter. Aber man muss sagen, er ist musikalisch. Shake your booty. Okay. Ja. Aber es ist in meinem Kopf. Du bist so ein... Leuchte heller. Um eine Konstante herum drehen sie sich. Hadron ist tot. Aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da. Und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als Erster vom Zischen befallen.
Langsam, über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Einfach so. Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Wisst ihr noch, wo das hier war? Ganz in der Nähe von der Geschäftsleitung, wo ich die ganze Zeit versucht hatte, da durchzugehen, aber es ging nicht. Jetzt weiß ich warum. Was zur Hölle? Meine Schwester hatte diesen Traum. Ein Albtraum. Die ganze Welt träumte mit ihr. Dylan? Sie hat sich eingeredet, sie wäre wach. Sie war schon immer stur. Sie wusste aus ihrem Traum. Sie aufwecken. Musste das Poster runterreißen, dass sie anstarrt. Ihre Augenlider abschneiden, damit sie sah, um sie zu retten. Alter, was ist das hier bitte für ein Raum? Jetzt mal da oben müssen wir hin. Aber sie bekommt auch andauernd Schaden. Du bist ein Wurm! Kriegst durch die Zeit! Das Donnerlied verzerrt dich! Glück kommt! Weiße Perlen in Gelb und Rot erscheinen! Der Spiegel dreht es. Ich weiß, er ist immer noch irgendwo da drin gefangen. Ich weiß es, weil es für mich auch so war. Das doch du! Ich weiß nicht, ob wir diese Gegner hier bekämpfen müssen. Ich tippe mal auf ja. Weil es aktuell nicht weitergeht. Stufe 30. Aber die halten nichts aus. Sind wir so übermächtig momentan? Gegner sind ja richtig schwach. Aber ich glaube, das soll auch so sein. Wieso auch immer.
Meine Güte, kannst denn jetzt auch mal zu Ende sein? Kann es sein, dass je mehr Gegner wir besiegen, der Weg sich ebnet? Okay, wir können die Gegner hier zwar one-shotten anscheinend. Also sehr viel Schaden zufügen. Sie uns aber hingegen auch. Das ist gar nicht gut. War es das jetzt endlich mal? Natürlich nicht. Wie viele Gegner tauchen hier denn jetzt auf? Dankeschön. Und tatsächlich, wir mussten sie besiegen, damit es weitergeht. Natürlich tauchen auch hier wieder Gegner auf. Grip hier einfach. Dankeschön. Oh Mann, zu viele Gegner gespamme hier am Ende. Okay. War's das? Ich wette nicht. War klar. Das wäre zu einfach. Ich muss aber sagen, man sieht hier kaum noch was, ne? Die Sicht wird immer schlechter, je weiter wir vordringen. Nicht so einer, nicht so einer, nicht so einer. Ja, genau. Spammt halt explosiven Gegner. Meine Güte, also zum Schluss fahren die nochmal alles auf.
Vor allem übertreiben die jetzt mit der Gegnerflut. Das haben wir ja schon... Oh, vor allem, ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese Gegner. Jetzt kommen noch die ganzen explosiven Gegner an, genau. Kann's nicht endlich vorbei sein? Dankeschön. Übertreibt mal. Mit diesen Gegnermassen hier. Wo geht's jetzt lang? Da vorne. Kann ich da schon rüber? Scheinbar ja. Bruder, wir sind da. Dylan liegt im Koma. Ich weiß nicht, ob noch was von ihm übrig ist. Ob er je zurückfinden wird. Das Portal ist geschlossen. Aber das Zischen verbleibt im ältesten Haus. Und die Quarantäne kann nicht aufgehoben werden, solange noch eine Spur davon vorhanden ist. Ich arbeite mit der Geschäftsleitung an einer Lösung. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin die Direktorin des Federal Bureau of Control. Wir hängen da zusammen drin. Du und ich. Okay. Jetzt startet wahrscheinlich das richtige Ende. Gut, zu meinem Feedback habe ich ja schon mich geäußert im letzten Part. Jetzt, das Ende ist schon mal besser als das, was ich erst vermutet hatte. Nebenbei, ich musste das Spiel sogar nochmal beenden, weil irgendwie passierte nichts. Ich weiß nicht, ob da nach einer Zeit was passiert wäre. Aber ja, ich habe das Spiel einfach nochmal ganz normal beendet. Über den Taskmanager musste ich leider machen. Also nicht ganz normal. Und ja, nach dem Neustart war ich erst wieder da an dem letzten Kontrollpunkt, wo wir zu dieser Hydron-Kammer gegangen sind. Und als ich dann eben ja, zur Geschäftsleitung mich teleportiert habe, ist das passiert, was ihr ja am Anfang des Parts auch gesehen habt. Gut, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas im Nachhinein zeigen werde oder ob das jetzt endgültig gewesen ist mit Control. Eventuell werden wir noch ein paar Aufträge angehen, wenn das noch möglich ist. Wenn nicht, dann ja, war's das hiermit. Mit diesem Projekt. Nach 36 Parts ungefähr ist das, denke ich mal, ja, eine solide Länge.
Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich werde hier, da man aktuell sowieso keine Musik hört, vielleicht noch was im Hintergrund laufen lassen, was vielleicht halbwegs passend ist. Mal gucken. Ansonsten war es das von meiner Seite her. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mir noch einmal Feedback da. Positiv oder negativ bleibt natürlich euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, lasst mich doch auch gerne nochmal wissen, wer war euer Lieblingscharakter in diesem Spiel? Für mich irgendwie ganz klar Arti, der Hausmeister. Wer war eurer? Schreibt es mir gerne. Ansonsten, ja, wie gesagt, das war's von mir. Bis zu einem neuen Video oder zu einem neuen Projekt. Ciao, ciao, Leute.